Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bevos TechPack Minecraft. Ja, eine neue Folge, eine neue Aufnahme. Mal gucken, wie viele Folgen ich mache. Eins, vielleicht zwei. Ich glaube erstmal wieder eine, um zu gucken, ob alles läuft. Es ruckt, die Festplatte ist wirklich nicht die schnellste. Das ist nach wie vor eine Ausweichfestplatte, die wird mich auch noch eine Zeit lang wohl begleiten müssen. Ja, so eine 2 TB Festplatte, wenn sie kaputt ist, tut weh. Da hat das Schau gut wirklich recht. Schön groß an dieser Stelle, überhaupt an alle im Rudel mal wieder. Und das ist halt, ja, im Moment bin ich einfach, ich weiß noch nicht, wie ich es machen und anstellen soll. Aber na gut, es muss ja irgendwie weitergehen. Also eine Folge aufnehmen und ja. Gucken wir mal. Nicht gerade praktisch, sagen wir es mal so, wenn man Vorrat aufnehmen will oder muss oder möchte oder wie auch immer. Ich überlege, dass ich... Seit wann suckelst du dich denn so leer? Ihr lauft hier doch alle. Ich glaube, ich muss dem kleinen Ding hier mal so 2 bestimmte Upgrades verpassen, damit hier mehr Energie rauskommt. Aber, ja, gucken wir doch mal, wie läuft es hier denn im Moment? Wo steht denn da Input? Ja, es ist alles nicht mehr wirklich up-to-date. Das ist, ja, ist halt so. Wir wollen nicht hier, wir wollen hier ein Mob-Spawn-System bauen, damit wir ein bisschen mehr Enderperlen kriegen. Kurz durch Beutel die andere Backe gestoppt. Lecker, lecker Ricola. Oh, kriegst du Geld dafür. Ja, schön wär's. Also wenn die ankommen würden, hier hast du 100 Euro, dass du unsere Firma erwähnt hast. Ich würde nicht Nein sagen. Ich würde schon nicht mal Nein sagen und sagen, komm, hier hast du 10 Beutel von unseren Hustenbeutchen, weil du den Namen erwähnt hast. Aber dem ist natürlich nicht so. Wir brauchen, wie gesagt... Da war jetzt wieder Musik. Ah, jetzt kommt's. Mann, das hat aber gedauert. Lang silent. Und ich bin echt noch überlegen, wie ich das hier aufbauen soll und umsetzen soll. Aber gucken wir mal, wie wir das machen. Langsam wird sich hier auch wieder Normalität einhält sein. Kommende Woche ist der letzte Gang. Und ja, ich glaube, dann wird so langsam auch wieder die Normalität wohl zurückkommen. Schön, dass man auch nicht mehr so hört, dass ich immer noch... Von diesem habe ich mich mal mit Absicht nicht gemutet. Dass man nicht mehr so hört, dass ich es immer noch ein bisschen habe. Zitronenmilch. Ja, ja, was haben wir denn jetzt alles? Wir haben... Was? Wir haben Killer Joe, wir haben Fans. Und irgendwas mussten wir noch machen. Oder war das über... Nee, das... Hä? Ich glaube, ich wollte einfach Dark Steel noch machen. So. Können wir mal hier kurz gucken. Output, Input, also eigentlich müsste es steigen. Unsere Produktion, zur Not müssen wir unseren Generator mal wieder mit anschmeißen. Und hier, habe jetzt auch mal wieder Stücks aufgenommen gestern. Und auch hier jetzt mal wieder ein bisschen Folgen. Wie gesagt, ein bisschen außerhalb wird es auch sein. Also wie gesagt, Reynolds Monday wird es wieder gehen, wenn ich mich da auch wirklich, wenn ich auch da wieder die richtige Laune für habe, sagen wir es mal so. Ein lila Launebär muss ja erstmal wieder da sein. Und dann wird es auch da weitergehen. Und Normalität wird jetzt halt langsam wieder einkehren. Ja, zumindest insofern, dass ich wieder aufnehme. Die Festplatte macht mir wirklich Kopfzerbrechen. Weil ich überlege, die 2 TB, die ich vorher hatte, die war normalerweise immer ganz gut gefüllt. Meistens sogar schon so, du musst unbedingt rendern, sonst hast du keinen Platz mehr. Und jetzt komme ich mit einem weniger als einem Viertel aus. Oder muss es. Ist schon böse, ja. Und Ender BIOS TechPack scheint echt mega out-to-date zu sein. Wenn man hier alleine mal so guckt, was hier so drin steht. Im Übrigen, danke auch für den Hinweis, dass das ein Mob ist, ein Named Mob, der gestorben ist. Haben wir das überhaupt schon mal im ganzen Let's Play gehabt, dass hier ein Named Mob irgendwie draufgegangen ist? Ich weiß es gar nicht. Deswegen war ich da so verwirrt. Und ja, was wir brauchen noch ist ein Powered Spawner. Den Powered Spurner. Nee, oh, shitty, 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 bang, bang. Na ja, gut, Electrical Seal, kein Problem. Vibrant Crystal, theoretisch auch nicht so das Problem. Das müssen wir auch gleich stackweise mal herstellen. Hier, das hier, ne? Wir brauchen so viele verdammte Zutaten. Haben wir denn
vielleicht noch vibrant. Hallo? Was haben wir denn hier? Aluminiumbrass? Nein. Nein, nein. Sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus. Wir müssen wahrscheinlich alles noch herstellen. Das heißt, wir brauchen Gold. Denn das war ja Gold. Den brauchen wir ja. Aber ich glaube, wir machen uns erstmal jetzt Gedanken darüber, wie wir das da unten aufbauen wollen. Aua. Aua. Das wird immer weniger. Das kann doch nicht wahr sein. Wie gesagt, ich bin jetzt mal ganz kurz geneigt. So geht das ja nicht. Das heißt, hier rüber ist die sichere Methode, dass es funktioniert. Thermale. Second Chance. Nein. 5, genau. Fuel Effigy. Brauchen wir LED. Und das da, das ist kein großes Problem. Theoretisch könnte man LED Elektrum, das ist glaube ich auch machbar, theoretisch schon Stufe 2 nehmen. LED reinstalled. Open is used. Das wäre das. Und dann muss ich mal kurz gucken. Level Secondary Chance. Nein, ich bin gerade ein bisschen kurz mal konzentriert. Also müsste die da und die da sein. Energy used. Oder fehlen hier sogar jetzt auch noch welche? Da bin ich gerade unsicher. Aber das könnte man theoretisch mal machen. Da muss ich nochmal in meiner anderen Welt gucken. In meinem eigenen Mottepack, welche ich da reingeklatscht habe. Und bis dahin kann ja er hier mal wieder. Hier, hau rein. Hüste, hüste. Ein bisschen rumhantieren. Damit hier mal wieder ein bisschen mehr Energie reinkommt. Mann, Mann, Mann. So, ein Spawner. Wie machen wir das? Steine könnte man dafür gebrauchen. So als Marker. Ich glaube, ich hole mir mal einen Stack. Zack. Und so geht es auch ein bisschen schneller. Ups. Engine wieder aus. So, wie machen wir das? Bin halt am Überlegen. Ich glaube, hier will ich zwei drin haben, maximal. Das heißt, man könnte den Raum so lassen. Könnte The Watt hier hinstellen. Hier die beiden Spawner. 3, 4, 1, 2, 3. So, Mitte mal. 4, 5. Außenwand. Mal so angedeutet. Würde sogar theoretisch genau passen. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Das ist auf jeden Fall schön. Ich werde das wahrscheinlich mit Hoppern machen. Wow. Weil Hopper billig sind. Und ich mit von Ender.io mit diesem Vakuum-Dingsi-Bumsi da nach wie vor Dingsi-Bumsi sind. Fachbegriffe. Liebt die Dingsi-Bumsis, kennt eure Dingsi-Bumsis, sonst seid ihr nicht glücklich. Dass ich das damit, habe ich mal schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe aus den Dingen geguckt, ob das ein Bug war oder was. Keine Ahnung, ich habe da nie die Sache wieder rausgekriegt. Und daher habe ich es dann irgendwann gelassen und habe es einfach ganz primitiv mit Hoppern immer gemacht. Richtig, es gibt natürlich hier auch Mechanismen, soll wohl auch ein Werkzeug haben, das hier alles in einem ist. Gut zu wissen, nice to know, aber wir haben ja hier unsere Mega-Tinkers-Werkzeuge, die uns seit Anfang an begleiten. Und ich glaube, auch damit geht es relativ gut, aber kann man natürlich vielleicht auch mal auf absehbare Zeit mal bauen, einfach mal, um es zu sehen. Also, da bin ich auch nicht abgeneigt, ne? Gille? Gesprächsthema hat die mir auch ein paar aufgeschrieben, beziehungsweise ein Vorschlag kam sogar durch euch, oder eine Idee kam durch euch. Wenn ich jetzt hier so ein bisschen konzentriere, weiß ich noch nicht, ob ich da jetzt zukomme, das Runde schon zu labern, aber ich kann es ja schon mal erzählen. Aber das könnte ich. Also zum Beispiel fühlen sich Spiele auf PC und Konsole anders an, also vom Spielgefühl her. Sehr interessantes Thema, da werde ich auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen kommen. Wenn ich darauf zu sprechen komme. Hust, hust, so.
Was ich jetzt gestern gesehen habe, was ich irgendwie cool finde, ich weiß nicht, wer von euch kennt noch Bob Ross, diesen Künstler? Ist ja auch schon etwas geraume Zeit nicht mehr unter den Lebenswandelnden. Ich habe jetzt gesehen, dass auf Twitch ein Bob Ross Livestream war. Ich muss zugeben, ich habe mich so ein bisschen beömmelt darüber und fand das irgendwie cool. Ich kenne ihn aus meiner Kindheit, ich habe sie früher als Kind sogar echt gerne gesehen, muss ich zugeben. So, hier wäre Killer Joe. Oder machen wir es noch ein bisschen weiter, muss ich mal gucken. Die beiden reinen Hobbys. So, das heißt, hier bis dahin wäre die Hopper-Reihe. So mal angedeutet. So, kurz mal hier gefackelt. Und ich fand das echt ziemlich cool. Also, ich habe das als Kind wirklich sehr gerne gesehen. Ich habe den gerne bei meinem zugeguckt. Ich weiß nicht warum. Es war immer schön beruhigend und ich habe mir gedacht, du würdest auch gerne so gut können wie der. Und irgendwie eine relativ coole Socke, der Kerl. Und er gab es wirklich in Kreativ, also Livestream. Gibt es auch die Möglichkeit, Kreativ-Livestreams zu machen auf Twitch. Und hier gab es halt Bob Ross Livestream. Ich war echt, ich fand's cool. Ich fand das echt ziemlich cool. So, zack, zack. Zack. Falsch. Und was, kennt ihr den noch? Oder was haltet ihr davon? Und so weiter und so fort. Da würde ich mich freuen, wenn ihr da mal ein bisschen Feedback zu da lasst. Kennt ihr den auch? Habt ihr den vielleicht selbst als Kind gesehen? Oder wie auch immer. Würde mich da doch mal über etwas Feedback freuen. Und ich war schon ziemlich... Ich hätte es mir gerne angeguckt, nur zur Zeit kann ich irgendwie Twitch selber nicht so wirklich gucken. Bei mir laggen die Twitch-Streams extrem. Eigentlich dürfte die Telekom da noch nicht dran rumwirbeln, da ja die liebe EU jetzt ja auch die Netzen, das Netzneutralitätsabkommen oder wie auch immer gekippt hat und theoretisch die Telekom jetzt sich hinstellen kann und für Spezialdienst mit dicken, fetten Anführungsstrichen, weil mehr oder weniger können sie das wohl auch frei definieren, demnächst Zusatzgebühren verlangen kann. Und wahrscheinlich wird das wohl auf die Gamer gehen. Ja... Ich kann es verstehen, aber beziehungsweise, ich könnte jetzt zum Beispiel auch dann was anbringen. Könnte ich mal wieder auf den öffentlich-rechtlichen Schwachsinnskanälen, Propagandakanälen rumhacken. Aber ich glaube, das kann auch jeder selbst herausfinden, der will. Ich sag mal so, Google ist euer Freund. Herauszufinden, was die Öffentlich-Rechtlichen für die Einspeisung ihres Programms ins Internet so an die Netzbetreiber abdrücken, seit der Neuregulierung, seit jeder zu zahlen hat. Ja, da sage ich lieber mal nicht viel zu. Wie gesagt, das kann sich jeder selbst heraussuchen. Es ist nicht sehr viel. Und ja, reichen die... Du stehst ein bisschen schief. Die müssten sogar reichen. Hoffe ich doch. Nur ein bisschen drin. So ist der in Ordnung. So geht's. Die drei müssten, wie gesagt, theoretisch alles nach vorne pusten. Was nach vorne gehört. So, den Spawner deute ich mal hier an. Sollte reichen. Sie sind klein und süß. Ich glaube, die Spawner, wenn ich hier auch eher auf den Boden setze, ist mal ein bisschen schlecht. Kann man aber mal ausprobieren. Ich habe die sonst immer an die Decke gehangen, damit die dann schön runterspawnen konnten. Man könnte es natürlich mal ausprobieren, wie es ist, wenn ich den jetzt wirklich in Bodenebene setze und dass sie hier direkt drauf spawnen und nach vorne zu Killer Joe geführt werden. Schauen wir mal. Wir werden sehen, wir werden sehen. Auf jeden Fall brauche ich einen Wartungsgang und... Die ganze Maschinerie muss ja hier auch dran. Wir brauchen Schalter. Eine Schalttafel. Die könnte man eigentlich dann auch hier dran bauen. Mit. Wir brauchen dann natürlich auch noch einen zweiten Killer Joe. Aber erstmal wollte ich halt einen haben. So, Killy Joe. Hallo, na kleiner Mann. Na?
Ist er nicht niedlich? Nein, ist er nicht. Ich weiß. Und Waffen. Ich werde aber mal gucken, ob ich das hinkriege. Die Unbreakable Slice zu machen. Also die Sense auf Unbreakable von Tinkers und die ihm dann hingeben. Damit sollte er hier ganz gut um sich prügeln können. Theoretisch wäre natürlich etwas, dass die Ender nicht abhauen. Enderman, ich weiß nicht, ob die abhauen, wenn er auf die draufhaut. Ich habe ja in meiner Testwelt damals immer The Ender benutzt. Dadurch hauen sie ja nicht ab. Aber das muss man ausprobieren. Zur Not wird die Waffe gewechselt. So, jetzt aber erstmal hier 1, 2, 3. So, das heißt, hier wären dann die Lohops, Hoppy Hoppers. Wow, da leckt's kurz. Ich hoffe auch, dass die Aufnahmequalität so in Ordnung ist. Da gab es ja noch kein Feedback zu, weil ich selber jetzt miteinander einen Codec aufnehme. Hier meine Kraft gerade. Wie bei der letzten Folge auch. Ich hoffe, dass das alles soweit in Ordnung ist und keinen Unterschied macht qualitativ. Das wäre mir doch sehr wichtig. So, wir gucken da mal, was wir hier für Wände außen rumziehen. Da müssen wir dann nochmal schauen. Unten die Reihe möchte ich so kobbelig lassen. Ich glaube, das ist mal was für Kobbel. So, ich überlege gerade, man könnte jetzt theoretisch hier zwischen die auch noch setzen. Zack. Dass man dann hier den und den. Von hinten müssen wir ja eh noch dran. Da muss ich mal gucken, wie ich da den Wartungsgang, den werde ich wohl hier neben einfach setzen. Zwei hier mal so, zack, zack. So, und dann hier. Ja, der Wartungsgang ist schön breit. Man will ja auch ein bisschen Armfreiheit haben, ne? Hier Schultern rausschweifen lassen. Man will ja Platz. Und hier kann man halt zur Not auch noch was verstecken oder reinsemmeln. Muss man mal gucken, wie wir das dann anstellen. Aber erstmal so, dass wir halt einen Wartungsgang haben, der hier parallel führt und vor allem dann hier hinterführt. So, da sind sie. Das heißt, das wäre der Anschluss. Das heißt, da. Zu dunkel dürften es auf jeden Fall nicht mehr sein, die Folgen. Nachdem ich ja jetzt mit die Brightness hochgedreht habe, ist im Rendern hochdrehe. Also wenn jetzt noch einer sagt, die Videos sind zu dunkel, soll er bitte mal seinen Gamma-Wert hochstellen. Ah, schön. So, gucken wir mal. Ich mach mal hier ganz kurz, damit ich den, hier den Anschluss nicht verpasse. Ich kann natürlich jetzt auch ordentlich was spawnen, weil ich hier noch nicht so wirklich ausgebaut und ausgeleuchtet habe. Mir fehlen gerade Fackeln dafür. Nee, also wie gesagt, Bob Ross, ich habe den früher als Kind echt gern gesehen. Ich keine Ahnung warum, es hat mich immer so ziemlich beruhigt. Ich fand ihn wirklich auch, dass er echt gut zeichnen konnte. Oder malen konnte, es ist ein Maler, kein Zeichner. Ist ja doch ein Unterschied. Und wie gesagt, würde mich mal echt interessieren, was ihr davon haltet und wie ihr das findet. So. So, jetzt machen wir hier mal. Das hier wird theoretisch da Anschluss. Und in der Mitte müssen wir dann durchgehen. Das heißt, hier muss ich die Mitte so und so noch aufreißen, weil ich hier die ganze Kabellage durchzwiebeln werde. Okay, wir haben jetzt mal ordentlich dabei. Müssen wir mal so ein bisschen Platz wieder machen im Inventar. Vielleicht ein paar Fackeln auch mal herstellen. Was macht eigentlich meine Obsidian-Produktion hier? Läuft die denn noch? Einen ist sie. Hä? Energie ist da? Watze! Holz kommt, Energie läuft, das da läuft auch. Da Energie, was ist... What? Vielleicht muss ich es immer neu starten. Ich bin gerade... Hä? Obsidian aus. Obsidian an. Das Kabel leuchtet auf jeden Fall. Sag mal, Kollege, warum funktionierst du denn nicht mehr? Hä? Rot.
Rot-Grün, das passt. Das ist auch alles in Ordnung. Strom müsste hier auch ankommen, mehr als genug. Was? Das ist rot. Das ist auch rot. Rot kommt an. Ach Gottchen, ja. Guten Morgen, ich bin die Nachtschwester. Da fehlt noch was. Da könnten wir. Könnte man theoretisch mal machen, ne? Ah, jetzt läuft's wieder. Gut, da. Gucken sollte man natürlich auch. Wer schauen kann, ist klar im Vorteil. Auch hier in Vivos Techpack. Ah, nee. Da ist gerade bei der Musik sogar ein bisschen geleckt. Cheesy Cheesy Jungle. Cheesy Lab. Ja, das geht. Das kann man mal lassen. So, das da rein, das da rein. Einen nehmen wir wieder mit, weil wir brauchen. Tim, 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 tim. Kohle haben wir auch dabei. Das ist super. Haben wir hier noch irgendwie Sticky, die Sticky, die Sticks. Oh, mehr als genug. So, Kohle. Nein, da hinten. Zack, 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 zack. So, wunderbar. Damit haben wir das auch. Glowstone haben wir noch ein bisschen, sollte hinkommen. Hier wird es leider immer enger. Wir brauchen Kabel. Kabel, Kabel, Kabel. Kobbel, Kobbel, Gabel, Gabel. Mal gucken, wie viel wir noch haben. Ich brauche jetzt erstmal die Redstone-Leitungen. Infused Redstone Conduit. Also Infused vor allem. Isolated. Hier haben wir noch einen String Generator. Dann haben wir hier noch Item Conduits. Mehr als genug. Das könnte sogar gut hinkommen. Die können wir auch schon mal mitnehmen. Wir könnten Hopper schon mal direkt bauen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die von Open Blocks, ob die Strom brauchen oder ob die nur ein Signal brauchen. Das werden wir gleich mal sehen und herausfinden. Hier haben wir noch ein paar davon. Das heißt, den nehmen wir auch nochmal mit. Lalala. 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 So, hätten wir sogar noch zwei Vibrant Nuggets. Aber das ist nicht mehr genug. Jetzt brauchen wir dann auch einen Schluck zu trinken, Frau Mama. So. Die brauche ich im Moment. Später brauchen wir die auch noch. Müssen wir die auch noch verlegen. Das wird noch eine schöne Arbeit da unten. Also da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Habe ich hier denn noch irgendwo... Nee, habe ich nicht. Na, dann bauen wir uns mal schnell unten ein. So. Zwei Stück bräuchten wir theoretisch. Eins, zwei. Nein. Eins, zwei. Und hier gelassen. So. Zack, zack. Zwei Stück. Zwei Huhn, zwei Gänse. Ich muss mal gucken, ob ich dann Tesseract oder Verstromkabel hier unter durchziehe. Ach, hüst, hüst. Ich glaube, ich werde einfach Stromkabel unten durchziehen. Ist wahrscheinlich das Sinnvollste. Hier erstmal noch so ein bisschen rumleuchten. Damit jetzt hier nicht unbedingt was spawnt und bumm macht am Ende. Das muss nicht zwingend sein. So, gucken wir mal kurz. Nee. Ich hatte eigentlich gedacht, dass das, wenn ich den da... Ja, funktioniert. Wunderbar. Und das sollte reichen, um unsere Mobs zu Kledjo zu transportieren. Wunderbar, das funktioniert. Nicht die Schaufel, sondern die Conduits. Zack, 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 zack. Der wieder weg. Und jetzt kurz die Zange in der Hand. Komme ich hier so dran. So, da. Jawohl. Da sind wir. Keine Ahnung, welche Farbe wir denen mal geben. Wir müssen die ja farblich auch trennen. Weil wir wollen ja nicht immer beide Spawne parallel voll laufen. Ah, nein, das war falsch. Das war falsch. Dann machen wir es kurz so. Hopp. Jawohl, so passt. Und hier müssen wir auch nochmal eine Fackel hin. Da auch noch, wenn wir schon mal dabei sind.
keine Ahnung, mach mal schwarz für Enderman und grün für Zombies. Das ist doch... Ah! So, pass. Na komm. Jawoll, so. Passt die Chose doch. Und dann gehen die Kabel eh nach dort. Das heißt, das hier wird unser Enderman. Gucken, Black. Okay. Black. Black. Und für die Zombies machen wir grün. Dann haben wir das hier alles auch richtig verkabelt. So, dann können wir die da schon mal drüber setzen, so als Hinterwand. Damit man das hier nicht so sieht. Zack, 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 zack. So, wunderbar. Und wie es weitergeht hier mit der Verkabelung und Kabellage etc. pp. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen. Wie gesagt, auf die Gesprächsthemen, die ich so angedeutet habe, werde ich auf jeden Fall nochmal eingehen. Aber ich möchte mich gerade hier so ein bisschen konzentrieren. Und dann reden wir da auch nochmal rüber. Wie gesagt, Bob Ross, das habe ich jetzt angesprochen. Wie gesagt, ich fand das geil. Livestream auf Twitch von Bob Ross. Warum ich selbst im Moment nicht gucken kann, naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird es hier mit der EU, also wenn die Telekom das eiskalt durchzieht, wäre für mich ein Grund mehr, dass das Netz endlich von der Telekom weggenommen wird und wieder staatlich wird. Dass Unternehmen zahlen müssen, wenn sie das Netz benutzen, sollte normalerweise schon gewisserweise sein. Was die Telekom übrigens gerne haben möchte, ist eine Umsatzbeteiligung von ein paar Prozent, also eine Gewinnbeteiligung. Und da könnte wohl dann auch YouTube unterfallen und so weiter und so fort. Ja, dann wird es wieder ein wunderbares Leckwana. Früher Fastpath, kennt vielleicht auch noch der ein oder andere. Um vernünftig spielen zu können, gab es ja den Schmonsens früher schon. Und das könnte alles wiederkommen. EU Parlament. Sei Dank. Herzlichen Dank, EU. Ihr seid manches Mal echt was Tolles. Und ich sag mal so, ich kann verstehen, dass Firmen und so auch mitbeteiligt werden müssen. So, hier müssen wir auch mal gucken, wie wir die Wände hier dann machen. Außerdem hätte ich die da nicht wegschlagen müssen. So, machen wir da einen hin, machen wir da einen hin. Aber na gut, vielleicht spreche ich da beim nächsten Mal nochmal drüber oder in der nächsten Aufnahme-Session. Eine Folge nehme ich jetzt auf, ich möchte hier noch ein bisschen weiterkommen. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn das Video heißt Let's Play Beavos Tech Pack Minecraft. Tschüss.